Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Einen wunderschönen Wandertag hat man heute in der Flachau. Wir bekommen 25 Grad, also nicht ganz so am Schwitzen, aber doch dann wirklich tolles Wetter zum Wandern. Und dann haben wir es heute aber richtig heiß dagegen in Wien. Um die 28 Grad bekommen wir dort heute. Wir haben jetzt schon einen strahlend blauen Himmel und teilweise gehen sich sogar 30 Grad aus. Also hier hat man wirklich einen tollen sommerlichen Tag. Wir blicken auf unsere Europakarte. In London sind es mal wirklich tolle 22 Grad. Ein paar Regenschauer sind dabei, aber die Sonne, die kommt des Öfteren doch mal raus. In Berlin haben wir 26 Grad. Dann schauen wir noch auf die Iberische Halbinsel mit 36 Grad. In Madrid natürlich mal wieder der Spitzenreiter. Dann, wie sieht es denn heute in Österreich bei uns aus? Also Sonne und Wolken, die wechseln sich heute ab. Aber wir haben 25 bis 31 Grad. Also der Sommer, der ist auf jeden Fall wieder da. Ab und zu gibt es dann mal ein paar Regenschauer, aber die bleiben heute dann doch erstmal im Hintergrund. Und wir schauen gleich mal auf unsere 24-Stunden-Prognose für den Westen. Also bis 15 Uhr können es hier ab und zu mal ein bisschen tröpfeln. Es wird schwül bei 27 Grad. Dann blicken wir noch in den Osten hinein. Hier bleibt es heute trocken. Sonne und Wolken sind im Mix. Auch hier 27 Grad. Also wirklich ein herrlicher Start in die neue Woche. Dann schauen wir noch auf unsere 7-Tages-Prognose für den Westen. Also ab morgen bis Donnerstag ist es dann hier auf jeden Fall etwas verregnet. Im Osten dagegen bleibt es soweit trocken, außer am Donnerstag, wie man hier sehen kann, aber 30 Grad sogar am Mittwoch. Und dann blicken wir mal auf das tolle Wochenende, 33 Grad am Sonntag sogar. Also was will man mehr? Wir kommen nun zu den Breaking News.